Mein Spiel ist mir wieder abgeschmiert. Ich glaube, ich ging in die Richtung hier. Ich habe jetzt schon keine Ahnung mehr, wo ich bin. Ehrlich gesagt. Kam ich von hier? Kam ich von da? Keine Ahnung. Wo sind meine Orientierungsfackeln? Da unten ist Sand. Ist halt schade um meine vier Steaks, die ich dabei hatte, aber gut. Kann ich verschmerzen. Wow. Da ist noch eine Kuh. Hi. Lol. Kuh mit a bug using. Gut, das ist natürlich noch die andere Frage. Erstens, wo ist unser Zeug? Und zweitens, hier schon mal nicht. Geil. Ich bin woanders. Es ist echt suboptimal gelaufen gerade. Ich glaube, meine Sachen liegen weiter links. Boah, ist aber auch eine geile Location hier. Heidewitzka. Weiß definitiv, dass ich in dieses Tal rein erweitern werde, wenn ich mal erweitere. Sudala. Okay. Warte, ich habe überhaupt nichts mehr. Schön, das Zeug liegt alles auf der anderen Seite des Berges, vermutlich. Jetzt gehen wir erstmal dahin und schauen, dass wir unsere Sachen wiederfinden. Natürlich vorausgesetzt, die liegen da überhaupt. Okay. Lava. Oh Gott, wo zum Teufel sind wir? Bin ich hier gestorben? Es kann sein, dass ich hier den Kaktus aufgesammelt habe. Dann weitergelaufen bin. Wenn da drüben eine Sandgrube ist, dann bin ich hier gestorben. Das ist nur eine See. Ey, ich hab doch keine Ahnung, wo ich bin. Alter. Fuck. Okay, das ist auch nice. Gut. Wo bin ich? Ist die erste Frage. Zweitens, wer bin ich? Drittens, wie zum Teufel komme ich dann wieder nach Hause? Ich glaube, unsere Sachen können wir vergessen. Die sind jetzt wohl weg. Was haben wir dabei? Ja, Schaufeln. Ja, zum Glück nichts Wertvolles. Was könnten wir jetzt machen? Ja, ich würde sagen, erstmal ein paar Werkzeuge wieder holen. Aus dem Baum da. Nice. Auf jeden Fall geil gelaufen. Ich werde sowas von nie wieder nach Hause finden. Da bin ich mir irgendwie fast schon sicher. Okay. So, als erstes mal das Grundausrüstende. Dann erstmal Stein abkloppen.
Es ist so wundervoll hier gerade alles. Vor allem, weil ich halt wirklich gar nichts mehr habe. Gut, ich hatte auch vorher nichts, weil ich mir nichts rumgelaufen bin. Aber ich bin trotzdem leicht traurig. Gut, als erstes mal ein Schwert craften. Damit so ein Fail nicht mehr passiert. Danach würde ich sagen, craften wir uns noch eine. Ja, bisschen Rüstung. Und ein paar Schaufeln, weil ich eigentlich hier war, um noch was anderes zu holen. Gut, das kann ich mir aber anscheinend schon wieder vergessen. So, als erstes mal. Ich brauche Essen. Nicht, dass mir nochmal sowas passiert. Das Gebilde sieht komisch aus. Das ist wunderschön in die Landschaft generiert worden. Okay, ich werde mich dann aber wieder nach da rechts orientieren, weil es da viel cooler aussah als jetzt hier. Okay, warte mal, das ziehe ich mir gleich schon mal an. Weil dann bin ich etwas geschützter gegen alles. Das finde ich ganz gut. Wo jetzt hat dieses Tal, wo ich herkam? Ich habe schon wieder die Orientierung verloren. Weil ich mich so leicht ablenken lasse. Ich lasse mich definitiv zu leicht ablenken. Jetzt bleib mal stehen, danke. Ich glaube da unten. Okay. Gut. Erstmal dafür sorgen, dass wir keinen nicht mehr sterben. Gut. Vielleicht auch nicht. Vielleicht erstmal dafür sorgen, dass wir da oben den Baum fällen und uns eingraben und unser errungenes Essen erstmal zubereiten. Und danach die Nacht irgendwie verstecken. Finde ich jetzt fast ein besseres Konzept als versuchen zu überleben. Ich glaube fast, wir haben sowieso wieder fast mehr als wir vorher hatten. Gut, kann sein, dass wir etwas mehr Holz dabei hatten, aber egal. Erstmal irgendwo sichern. Okay. Oh, es geht noch keine Holzkohle. Okay. Dann machen wir das jetzt so. Dann halt mit Holzbrettern. Den Ofen betreiben. Wenn wir schon sonst nichts machen dürfen. Das ist definitiv ein gutes Konzept hier. Oh ja. So, vom groben Gefühl sind wir in allen Bereichen fast schon besser ausgerüstet als das letzte Mal. Wir haben mehr Essen. Wir haben ein Schwert. Ja. Viel besser kann man nicht ausgerüstet sein im Vergleich zum letzten Mal. Zumindest meiner Meinung nach nicht.
Wäre schön, wenn wir es mit drei Holzplanken schaffen würden, die vier Schnitzel zu verdonnern. Mal sehen, was rauskommt. Könnte aber sich gut ausgehen. Ja, müsste eigentlich. So, das machen wir jetzt auch mal. Lol. Ach, da oben ist der Ofen. Oh Gott. Man sieht ja echt gar nichts. Irgendwas ist irgendwas hell. Entweder ist da Lava oder eine Fackel von uns. Wenn da eine Fackel von uns wäre, das wäre mega genial. Nein, das ist Lava. Das ist, glaube ich, zu hell für eine Fackel. Ja, das ist Lava. Und hier auch gleich alles anzünden wird, glaube ich. Okay. Ich sehe halt mal wieder gar nichts. Ist aber schon Mitternacht immerhin. Und wir haben jetzt auch hier einen Ozean, glaube ich. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, was das großartig anderes sein soll. Hier sind wieder Pilze. Das ist wieder ein Dirtblock. Mein Kaktus ist. Also, ich finde den Kaktus nicht mehr. Mal davon abgesehen, dass ich den ganzen Rückweg nicht mehr weiß. Und ich halt original überhaupt nichts erkennen kann in der Ferne. Gott, herrje. Erstmal hochbauen, ne? Dann Ausguck halten. Ich sehe original gar nichts. Da hilft auch nicht, wenn ich näher rangehe, irgendwie. Ich brauche Tag dafür. Oh Gott, diese Dunkelheit immer überall. Von der Küste. Nee, das ist auch nur Sand. Finde ich irgendwo. Ja, nee, anscheinend nicht. Da drüben sieht es aber fast so aus wie da, wo ich ursprünglich hin wollte, vielleicht. Mit Glück. Spätestens, ich habe mich einfach so krass verlaufen. So derbe krass verlaufen. Also wirklich. Fuck.